Wie kann Begehren aussehen? Ja, liebe Annika, es freut mich sehr, dass du heute den Weg in die Barocksammlung gefunden hast. Ich habe ein Gemälde für uns ausgesucht und schlage vor, dass wir uns ansehen, wie Begehren in der Kunst aussehen kann. Wunderbar, ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Wer ist denn diese wunderschöne Dame, die du mir heute präsentierst? Ja, ob du mir es glaubst oder nicht, es ist eine Heilige. Sie hat zwar keinen Heiligenschein, aber es ist Maria Magdalena, geschaffen von Franz Karl Remp um 1710. Und sie ist da ins Gebet verinnerlicht. Es hat sich irgendetwas auch getan, innerlich mit ihr. Sie blickt auf ein kleines Kruzifix und ebenso auf einen Totenschädel. Ein Totenschädel. Ich meine, man sieht sie in ihrer blühenden Schönheit, sinnliche Schultern, nackte Schultern. Wie passt denn da dann der Totenschädel dazu? Ja, also es ist eben einerseits eben dieses Anziehende und Abstoßende an diesem Gemälde auf mehreren Ebenen. Und dieser Totenschädel passt auch zu ihrem Erkenntnisprozess. Der Totenschädel ist ein Symbol für das Memento Mori, für die Vergänglichkeit. Und wenn wir da denken im Barock, diese ganzen Seuchen, anderen Krankheiten, da hat das eine wichtige Rolle gespielt. Und auch bei der biblischen Figur der Maria Magdalena, die als Sünderin beschrieben wurde, die bekehrt wurde. Auch der Begriff der Prostitution liegt in der Luft. Es gab einen Moment in ihrem Leben, da hat sie sich gewandelt und wurde quasi zur Jüngerin Christi. Ja, wir sehen, also wenn man sich das überlegt, das Begehren und die Sünderin, man sieht hier eben diese wunderschöne Frau, sie zeigt einiges an Haut, das offene Haar, was ihr über die rechte Schulter fällt. Also es ist ja schon eine sehr sinnliche Darstellung, auch eine sehr, eine Frau, die vielleicht das Idealbild der Zeit verkörpert, wo sich dann der männliche Betrachter an diesem Bild ganz besonders erfreuen konnte. Ist da, an diesem Bild, kann man sagen, dass das in einer öffentlichen Sammlung hing, dass das irgendwie öffentlich zugänglich war oder wie sah es damit aus? Ja, also derlei Dinge hat man natürlich nicht öffentlich gezeigt und wir wissen in dem Fall genau auch, wo es herkommt, nämlich aus Graz, aus der Sammlung der Grafen Attems und es war der erste Grazer Attems, Ignaz Maria, das es bei seinem Hofmaler Remp in Auftrag gegeben hat. Und er hat das Gemälde dann auch nicht in seinem Palais offen zur Schau gestellt, sondern es hing in das Grafenzimmer. Das heißt, wo die auserwählten Werke waren, und das war auch nicht eins um das Gemälde, da waren 34 andere Bilder zu sehen in einem einzigen Raum. Da war nicht mehr viel Wand zu sehen. Aber waren das auch viel Darstellungen leicht bekleideter Damen? In der Zeit, wie du jetzt gesagt hast, konnte man das nicht einfach so Nacktheit darstellen oder zeigen in den Bildern. Sie wurden ja dann in biblische oder mythologische Gewänder sozusagen gehüllt. Wie war das denn in dem Zimmer? Ja, genau so ist es. Also man musste sie eben in ein schönes Thema verpacken. Das Ganze hat dann noch einen intellektuellen Anstrich bekommen. Mhm. Mit der Varietät der Themen. Also wir haben hier die Maria Magdalena, wir haben in anderen Fällen die keusche Susanna, die von den beiden lüsternen Alten bedroht wird. Wir finden in der Mythologie etwa eine Diana, wir finden aus der Geschichte Tarquinius und Lucrezia eine Bedrohungsszene. Das konnte man schon sehr viel machen, ohne dass man auffällig wurde. Und in dem Zimmer des Grafen gab es eben auch mehrere dieser Themen. Also auch eine Susanna, eine Venus, dann eine Ceres, eine Flora, meistens auch sehr schöne Damen, die dann entsprechend mit Früchten und Blumen garniert wurden. Also ein Augenschmaus. Ja, so ist es im doppelten Sinne. Und das Interessante ist aber natürlich eben nicht nur Frauen, also es gab zu diesem Gemälde ein wahrscheinliches Pendant, mit einer Darstellung des heiligen Sebastian. Das Gemälde hat sich leider nicht erhalten, also können wir keine näheren Aufschlüsse finden. Aber hier hat man ja auch noch so das Gefühl, also ich meine, sie ist eine ideale Schönheit, aber sie hat ja doch, also gerade so diese kleine Nasenspitze, dieser
Mund, diese Augen, irgendwie hat man das Gefühl, nicht irgendeine beliebige Dame, sondern jemanden, könnte es irgendwie ein Porträt sein oder führt das zu weit? Ja, das würde nicht überraschen, weil im 18. Jahrhundert waren derartige Rollenporträts keineswegs ungewöhnlich. In dem Fall, es ist wirklich ein sehr markantes Profil und da liegt natürlich einerseits die Möglichkeit nahe, dass der Maler Remp ein konkretes Modell vor sich hatte. Wir wissen jetzt nicht, ob es seine eigene Frau war oder ob es möglicherweise vielleicht die Frau des Grafen Athems war, dass er sie hier auf diese Art und Weise porträtiert hat. Das könnte auch wieder ein Indiz sein, warum genau dieses Gemälde im Zimmer des Grafen hing. Man möchte natürlich nicht seine eigene Frau von anderen in dieser entblößten Form gesehen wissen. Das ist natürlich ein interessantes Gedankenspiel. Ja, und wir werden es leider nicht mehr auflösen können, wie das eben so oft ist. Das ist das Mystische vielleicht auch an diesen Darstellungen, die Geheimnisse, die Auftraggeber und Künstler mit sich getragen haben, aber der Nachwelt verloren gegangen sind. Ja, aber wenn man eben auch nochmal von diesem Begriff des Begehrens in der Zeit ausgeht, also gerade so diese schöne Schulter, die eben da zu sehen ist, aber man sieht ja auch, sie schaut so seit und man sieht ja hier, ist es eine Träne, die aus ihrem Auge kullert, das Gefühl, also man wird sozusagen angezogen von ihrer sinnlichen Form, aber dann doch auch wieder, es ist jemand, der irgendwie trauert oder Ja, man möchte ihr nicht zu nahe kommen. Es zieht einen an und stößt einen ab. Ja, was ich noch sagen möchte, das Gemälde befindet sich seit 1949 bei uns und es ist erworben worden unter der Direktion eines großen Kenners der Sammlung Athems, nämlich Karl Gazzaroli-Durnlack. Ach, das ist ja ein schöner Zufall, denn das Werk, das ich dir zeigen möchte, wurde auch unter ihm erworben, fast im selben Jahr. Ja, da freue ich mich drauf, dass wir dann das nächste Mal im Bereich des 19. Jahrhunderts weiter über das Begehren sprechen können. Vielen Dank, Georg. Gerne und ich freue mich auch schon sehr.